Bevor wir zu der eigentlichen Analyse von DC-DC-Wandlern kommen, möchte ich zunächst noch ein paar Begriffe klären und auch danach erklären, wie man vereinfacht DC-DC-Wandler analysieren kann. Zunächst, das erste wird die PWM-Ansteuerung sein. Das heißt, PWM steht für Pulsweitenmodulation und dieses Verfahren ist ein relativ häufiges Verfahren zur Ansteuerung von DC-DC-Wandlern. Wurde ja in der Einführung schon besprochen. Wir wollen es hier nochmal kurz aufgreifen, um die Begrifflichkeiten zu klären, damit wir die gleiche Sprache sprechen, wenn wir die DC-DC-Wandler analysieren. Das heißt, wir erinnern uns, machen wir es kurz auf. Ich habe da so ein pulsweitenmoduliertes Signal. Pulsweitenmoduliertes Signal dadurch gekennzeichnet, dass wir jetzt hier während eines Teils einer Periode einen High-Pegel haben, während eines anderen Teils einen Low-Pegel. Das heißt, hier ein periodisches Signal mit einer Einschaltdauer T1, einer Ausschaltdauer T aus. Die Einschaltdauer sei jetzt, wenn wir das High-Signal haben, die Ausschaltzeit sei da, wo wir das Low-Signal haben. Das High-Signal entspreche jetzt später Schalter ein, das Low-Signal entspreche Schalter aus bei unseren Schaltungen und wir nennen jetzt diese Spannung mal UPWM. Jetzt wollen wir uns angucken, wie erzeugen wir die und welche sind jetzt die wichtigsten Begriffe. Das wäre jetzt der Verlauf dieser pulsweitenmodulierten Spannung und die Erzeugung. Wenn wir uns die Schaltung angucken, wäre analog so, dass wir an einem Komparator zwei Signale miteinander vergleichen. Das heißt, wir haben einen Komparator Plus- und Minuseingang und wir legen an den Minuseingang ein dreieckförmiges Trägersignal an, nennen wir das mal UTR. Und wir legen an den Pluseingang eine ja, konstante, langsam veränderliche Spannung nennen wir die UC an. Die kommt nämlich tatsächlich irgendwo von dem Regelverstärker und am Ausgang des Komparators ist dann die Spannung UPWM. Das heißt, machen wir das hier mal als untere Diagramm, wie das dann zusammenhängt an dieser Stelle mit dem Verlauf, den wir dort oben haben. Tatsächlich wird es so sein, unser dreieckförmiges Signal, das gibt die Frequenz bzw. die Periodendauer vor. Das wird so ein dreieckförmiges Signal sein mit der Periodendauer T, auf so einen Maximalwert geht. Das sei also das Signal UTR und an dieser Stelle das Signal UC sei ein langsam veränderliches Signal. Ich male es jetzt mal so gestrichelt ein. Das sei ein langsam veränderliches Signal, das sei UC. Und immer dann, wenn UC größer als UTR ist, dann haben wir hier eine positive Differenzspannung an dem Komparator, dann wird entsprechend der Komparator einen High-Pegel ausgeben. Und wenn wir den Fall haben, dass UTR, der Momentanwert von UTR, größer ist als der Momentanwert von UC, dann werden wir einen Low-Pegel haben. Das heißt, dann geht das hier auf Low und so kriegen wir entsprechend die Spannung UPWM. Das heißt, das ist die Realisierungsmöglichkeit einer PWM analog mit Komparator. Im digitalen Fall würde man eine PWM erzeugen, dass man einen Zähler hat und den Zählerstand vergleicht mit einem Vergleichsregister und den Zähler immer eins höher zählen lässt und dann, wenn der Zählerstand größer oder gleich dem Vergleichsregister sozusagen dann umschaltet, dass man High-Pegel am Ausgang rauskriegt. Das wäre jetzt das Erste. Jetzt wollen wir ein paar Begriffe einführen. Wir haben ja schon gesagt, okay, dieses PWM-Signal, das wird nachher das Steuersignal sein, was unseren DC-DC-Wandler ansteuert. Das heißt, bei den grundlegenden DC-DC-Wandlern, die hatten alle einen aktiven Schalter und eine Diode, wird dieses Steuersignal dann genutzt werden, um den Schalter einzuschalten. Deswegen führen wir jetzt folgende Definitionen ein. Wir bezeichnen zunächst mit T1 die Einschaltzeit, und zwar des aktiven Schalters im DC-DC-Wandler, und entsprechend mit der Zeitdauer T aus die Ausschaltzeit des aktiven Schalters. Das heißt, diese beiden Zeitintervalle werden wir dann zuordnen. Das hier ist da, wo der Schalter eingeschaltet ist, hier ist, wo der Schalter ausgeschaltet ist, wie das hier oben dargestellt ist. Dann haben wir hier T ist die Periodendauer. Das heißt, unsere Schaltungen werden in einem periodischen Zustand arbeiten mit einer Periodendauer von T und T ist gleichzeitig der Kehrwert der Schaltfrequenz. Das heißt, hier an der Stelle der Kehrwert der Periodendauer 1 durch T bzw. T ist gleich 1 durch F ist die Schaltfrequenz. Dann führen wir noch als weitere Größe das Tastverhältnis ein. Das Tastverhältnis bezeichnen wir hier mit D vom englischen Duty Cycle. Das ist das Verhältnis T1 zu T, die relative Einschaltzeit. Das heißt, dieses Zeitintervall T1 ist auch gleichzeitig eine Zeitdauer D mal T, wenn wir es mit der Periodendauer ausdrücken, weil multiplizieren wir hier auf der
linken Seite mit t und multiplizieren wir auf der rechten Seite mit t, kriegen wir raus, d mal t ist gleich t ein. Das ist also hier das Tastverhältnis, die eigentliche Steuergröße, wie wir nachher sehen werden. Tastverhältnis, hier kurz Englisch, warum es d heißt, Duty Cycle, deswegen benutze ich hier das d als Ausdruck. Und dann erinnern wir uns hoffentlich noch dran, es gibt hier noch ein paar Zusammenhänge. Fassen wir t ein und t aus zusammen, dann ist die Periodendauer t, t ein. Plus t aus und das sind jetzt die wesentlichen Größen, die wir jetzt hier haben bei dieser PWM-Ansteuerung. Das heißt, wir werden die Zeiten entsprechend benutzen, t ein und t aus. T aus kann man noch anders darstellen. Jetzt diese Gleichung nehmen und umstellen, können wir zum Beispiel sagen, t aus ist an dieser Stelle t minus t ein. Oder wenn man das Tastverhältnis einführt, 1 minus d mal t. Diese Zusammenhänge sind manchmal sinnvoll, wenn wir diese DC-DC-Wandler analysieren. Noch eine kurze Ergänzung, wir hatten schon dieses Spannungsübertragungsverhältnis eingeführt. M, das ist UA zu UE und das wird in jedem Fall irgendwie vom Tastverhältnis d abhängen. Bei unseren Schaltungen, das heißt hier nochmal Spannungsübertragungsverhältnis des DC-DC-Wandlers und wir werden sehen, es gibt Betriebszustände, wo das nur abhängt von dem Tastverhältnis. Es gibt auch Betriebszustände, wo das noch zusätzlich von anderen Größen abhängt. Das war also jetzt erstmal die PWM.